Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es, wie jedes Jahr, einen ganz aktuellen Sub-Bericht von mir. Ich werde es wie immer so handhaben, dass ich meine Sub-Bücher in verschiedene Kategorien sortiere. Heute fangen wir an mit den New Adult Büchern und den Rom-Com-Büchern und den Liebesromanen und den Spicy-Books, alles was so in diese Richtung geht. Da werde ich euch alles vorstellen, was gerade auf meinem Sub herumsuppt. Und dann werden wir noch eine Kategorie Fantasy-Bücher machen. Die splitte ich dann vermutlich wieder in Taschenbücher und Softcover und oder Paperbacks und in Hardcover, weil das sonst das Video sprengen würde. Und eventuell kriege ich auch noch ein viertes Video hin mit der Kategorie Sonstiges. Da mache ich ja dann immer alle Thriller, alle Psychoromane, alle Biografien, alle, keine Ahnung was, Bücher rein, die eben sonst in die Kategorien Liebesroman, New Adult oder Fantasy nicht reinpassen. Ich würde sagen, ich rede jetzt nicht lang um den heißen Brei rum, sondern starte direkt mit dem ersten Buch. Es sind nämlich ein paar mehr, als ich gedacht habe. Ja, und das erste Buch wäre gleich Wild Games, ein verführerisches Spiel von Jessica Clare. Ich habe das Buch irgendwann mal bei Rebuy gekauft, weil ich dachte, ja, für so zwischendurch so ein kleiner Spicy-Roman ist gar nicht so verkehrt. Habe aber nicht gewusst, dass es eine Reihe ist, beziehungsweise dass der dritte Teil einer Reihe ist und irgendwas in mir sagt, vielleicht solltest du zuerst mal noch Band 1 und 2 lesen. So wichtig war es mir allerdings nicht, dass ich die beiden dann auch direkt gekauft hätte. Demnach liegt das Buch hier eben rum und wartet darauf, dass ich irgendwann mal Lust habe, die Reihe vielleicht komplett zu lesen. Aber da ich ja aktuell eher Reihen oder offene Reihen abbauen möchte, ist die Realität wahrscheinlich eher die, dass es noch eine Weile auf meinem Sub herumliegen wird. Es beginnt mit einem Funken. Candace Thornton braucht Geld, viel Geld, sonst verliert ihre spielsüchtige Mutter ihr Haus und muss bei Candace einziehen. Daher ist ihr jedes Mittel recht, um die Reality-Show House Guests für sich zu entscheiden. Mit dabei ist Charmeur Brody Short, der in Hollywood groß rauskommen will und seine Chance wittert. Auch er kennt alle schmutzigen Tricks und er hat ein Auge auf Candace geworfen. Deren Widerstand gerät bald ins Wanken, denn Brody kann nicht nur Sprüche klopfen. Das nächste Buch liegt auch mindestens schon 5 Jahre hier auf meinem Sub. Das Buch habe ich euch, glaube ich, schon zu meinen Anfängen auf BookTube gezeigt und irgendwie habe ich es auch immer noch nicht geschafft, es zu lesen. Ich spreche von Dark Love, Dich darf ich nicht lieben. Das Buch liegt im Regal tatsächlich auch so mit anderen weißen Büchern in einer Pyramide und sieht einfach zusammen halt auch super schön aus. Wahrscheinlich ist es deshalb auch noch nie ausgezogen, ungelesen. Denn normalerweise würde ich ein Buch, das so viele Leserillen hat, gar nicht erst in meinem Regal stehen lassen. Ich hatte irgendwann mal überlegt, ob ich es vielleicht als Urlaubslektüre irgendwie mal mit in Urlaub nehme, weil, ja, das Buch kann man einfach behandeln, wie man möchte und muss nicht drauf aufpassen, dass irgendwie noch eine weitere Leserille oder irgendeine Macke reinkommt, weil es einfach schon selbst so zerstört aussieht. Aber ja, es hat mich damals angesprochen und warten wir mal ab, ob ich es denn irgendwann von meinem Sub befreien werde. Vielleicht innerhalb der nächsten 5 Jahre. Wenn die erste Liebe verboten ist. Einen ganzen Sommer soll die 16-jährige Eden bei ihrem nervigen Vater in Santa Monica verbringen. Trotz der Aussicht auf Strandpartys und eine coole Stadt rechnet sie mit dem Schlimmsten. Und es kommt noch Ärger, denn ihr 17-jähriger Stiefbruder Tyler ist ein Bad Boy, wie er im Buche steht. Aggressiv, abweisend, unverschämt. Doch seine smaragdgrünen Augen verraten, dass er auch weich und verletzlich ist. Eden ist verwirrt und fühlt sich bald unwiderstehlich zu ihm hingezogen. Auch Tyler scheint trotz seiner ruppigen Art von ihr fasziniert zu sein. Wenn sie in einem Raum sind, beginnt die Luft zwischen ihnen zu knistern. Aber können sie jemals zusammenkommen? Kommen wir von einem Buch, das schon super, super lange auf meinem Sub liegt, zu einem Buch, das noch gar nicht so lange auf meinem Sub liegt. Das liegt nämlich erst so kurz hier, dass ich es euch noch nicht mal in einem Bücher-Neuzugänge-Video gezeigt habe. Es ist nämlich erst gestern oder vorgestern bei mir eingetrudelt. Nein, ich glaube gestern. Und zwar spreche ich von My Lucky Star. Das ist eine Rom-Com-Geschichte, wie man sieht. Also ich finde gerade, was
Goldmann Verlag angeht, sieht man direkt die Rom-Com-Stories. Und ja, irgendwie mag ich es aktuell total gerne. Also gehe ich auch davon aus, dass es gar nicht so lang hier verweilen wird. Kostümdesignerin meets Serienstar und ein Kuss vor laufender Kamera verändert alles. Das Leben von Marlowe Banks steht Kopf. Ihre Verlobung endet im Desaster. Ihr Studienkredit ist fällig und beruflich steckt sie in der Krise. Als Kostümdesignerin erhielt sie zuletzt vernichtende Kritiken. Marlowe flieht aus New York und nimmt in L.A. einen Job als Produktionsassistentin bei einer Fernsehserie an. Dort sortiert sie Socken und kümmert sich um den verwöhnten Hund ihrer Chefin, bis ein unglücklicher Zufall sie zu einem Kurzauftritt als Komparsin zwingt. Dabei fängt die Kamera einen intensiven Blick zwischen ihr und Angus Gordon ein, dem Star der Serie Hart Steiner. Die Fans sind begeistert, tatsächlich war Marlowe nur wütend auf den arroganten Bad Boy, von erotischem Knistern keine Spur. Doch nun soll ausgerechnet sie der Love Interest von Angus im Staffelfinale werden. Das Buch, das ich euch als nächstes zeigen möchte, ist so ein klassisches Bookstagram Make Me Buy It Buch. Diesmal ausnahmsweise nicht BookTok, nein, es war auf Bookstagram. Es gab nämlich eine Zeit, als das Buch erschienen ist, da hat es jeder in die Kamera gehalten und jeder hat darüber gesprochen. Dabei habe ich jetzt gar nicht so das Gefühl gehabt, dass es so ein absolutes Mainstream-Buch war. Aber ja, ich war in dem Fall ein Mitläufer und habe gedacht, wenn so viele Leute davon sprechen, dann musst du dem Ganzen doch auch mal eine Chance geben. Und dann habe ich, wenn du bei mir bist, einfach gekauft und tatsächlich nie gelesen. Aber das Cover ist richtig schön, also ich tippe jetzt einfach mal auf eine Geschichte, die ans Herz geht und davon kann man ja nie genug haben. Es genügte nur ein einziger Moment, um ein ganzes Leben zu verändern. Die junge Journalistin Kate erwartet nicht viel vom Leben und erst recht nicht von der Liebe. Da stimmt der geheimnisvolle, öffentlichkeitsscheue Multimillionär R.J. Lawson endlich einem Interview zu und sie wittert ihre große Chance. Als aber gleich das erste Treffen auf seinem idyllischen Weingut in Napa Valley in einem Desaster endet, ist es der attraktive Arbeiter Jamie, der sie aufmuntert. Und auf einmal wachsen in Kate Gefühle, die sie nicht mehr für möglich gehalten hätte. Doch was weiß sie wirklich über den Mann, der ihr in nur einer märchenhaft romantischen Woche das Herz stahl? Das nächste Buch habe ich euch auch schon öfter in meinem What I Read Next Video in die Kamera gehalten und es wurde tatsächlich nie ausgewählt, weil es wahrscheinlich auch fast niemand kennt. Also das ist auch so eine Reihe, die so ein bisschen unter dem Radar fliegt, habe ich das Gefühl. Love Receives Verführung à la carte. Habe ich damals zu meinem ersten Muttertag geschenkt bekommen, als Marla quasi noch in meinem Bauch war, also so kurz vor der Geburt. Da meinte der Papa zu mir, ja, such dir was aus. Da waren wir gerade bei Thalia. Und da habe ich mir das hier ausgesucht, habe es tatsächlich auch mit ins Krankenhaus genommen, aber hatte da wirklich zwar sehr viel Zeit, weil ich ja doch recht lange im Krankenhaus war, aber ich habe wirklich keine einzige Seite gelesen, weil ja, mir der Kopf einfach nicht nach Lesen war. Aber ich verbinde das Buch einfach mit der ganzen Zeit und deshalb wird es wahrscheinlich auch niemals hier ausziehen, aber ich würde es trotzdem gern irgendwann endlich mal lesen. Zum Verlieben lecker. Lily De Luca würde alles für ihre Familie und das Restaurant De Luca tun. Fast alles. Manchen Dingen kann sie eben einfach nicht widerstehen. Pasta, Chianti und Jack Kilroy. Als sie dem berühmten britischen Fernsehkoch begegnet, sprühen augenblicklich die Funken zwischen ihnen. Und das, obwohl Jack in einer neuen Kochshow als Konkurrent gegen ihren Vater antreten soll und obendrein sogar noch arroganter zu sein scheint, als die Boulevardpresse stets vermuten ließ. Doch schnell merkt Lily, dass sie vielleicht voreilige Schlüsse gezogen hat und Jack ganz anders ist, als sie immer dachte. Manchmal muss man etwas Neues probieren, um die Geheimzutat für sein persönliches Glück zu entdecken. Die nächsten beiden Bücher sind beide von der gleichen Autorin und ich habe sie auch beide zusammen geschenkt bekommen. Wenn ihr euch an mein Wichtelpaket von der lieben Lea erinnert, da könntet ihr wissen, welche Bücher ich euch als nächstes präsentieren möchte. Und zum einen ist das nämlich Emma Scotts Between Your Words. Ich hatte schon mehrere Bücher von ihr gelesen und ich mag ihren Schreibstil unheimlich gerne und ich mag es auch, dass die Bücher so extrem ans Herz gehen. Und dieses hier und das nächste habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Das nächste ist auch, glaube ich, der Reihenauftakt zu einer Reihe. Bei dem hier ist es, glaube ich, eine Dilogie. Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube, das hier gehört zu einer Dilogie und das andere zu einer Trilogie. Aber ja, ich habe bei Emma Scott noch ein bisschen was aufzuholen, definitiv. Reichen 5 Minuten, um sich zu verlieben?
Thea leidet unter einer dramatischen Form von Amnesie. Sie hat 5 Minuten, bevor ihr Kurzzeitgedächtnis wieder gelöscht wird. Für alle außer Jim Whelan ist sie ein hoffnungsloser Fall. Allein Jim erkennt, dass ihre seltsamen Kunstwerke aus Wortketten ein Hilferuf sind. Trotz aller Widrigkeiten entsteht zwischen ihm und Thea eine tiefe Verbindung. Als sich eine neue, riskante Behandlungsmöglichkeit auftut, könnte dies eine Chance für ihre scheinbar unmögliche Liebe sein. Oder aber ihr Ende bedeuten. Und das zweite Buch, das ich bekommen habe, ist A Whisper Around Your Name. Um ein Leben zu retten, muss man bereit sein, sich dem Abgrund zu stellen. Seit dem Tod ihrer Mutter zieht Jo mit ihrem Onkel ständig um. Doch diesmal will sie bleiben. Denn da ist Evan, der aussieht wie der Golden Boy der Schule, aber von allen wie ein Ausgestoßener behandelt wird. Jo, die Schlimmes erlebt hat und eigentlich niemanden an sich heranlässt, fühlt sich magisch zu dem schweigsamen jungen Mann hingezogen. Bei nächtlichen Treffen im Schwimmbad der Stadt kommen sie sich näher. Zwei verletzte Seelen, die sich einander öffnen. Doch dann werden sie durch ein tragisches Ereignis plötzlich getrennt und für Jo beginnt erneut eine dunkle Zeit, in der sie sich selbst zu verlieren droht. Als Evan nach langer Zeit völlig unerwartet wieder auftaucht, treten sie gemeinsam eine Reise an, die ihr Verderben, aber auch ihre Rettung sein könnte. Auch das nächste Buch sollte euch gegebenenfalls bekannt vorkommen, weil ich es auch schon ein paar Mal in meinem What I Read Next gezeigt habe und das nächste, das hier neben mir liegt, eigentlich auch. Ja, ich sollte mal öfter What I Read Next Bücher lesen, die auch nicht gewählt werden. Aber ja, ihr wählt tatsächlich meistens die aktuellsten. Ich habe da zwar noch keine Statistik drüber geführt, aber ich habe so das Gefühl, dass ich immer eher die aktuellen Bücher von meinem Sub direkt wieder befreie, anstatt mal was Altes dran zu nehmen. Aber ich liege ganz gut mit meiner 24-24 Liste und das nächste Buch ist da auch drauf, also wird es definitiv im nächsten Subvideo 2025 nicht mehr auftauchen. Und zwar ist das Jetzt sind wir echt von Gabriela Santos de Lima. Und da freue ich mich tatsächlich auch schon sehr drauf, weil es A, ein Geschenk war und ich B, endlich was von Gabriela lesen möchte, weil so viele Leute von ihrem Schreibstil schwärmen. Berlin, 2 Jahre zuvor. Bei einem Schreibworkshop lernt Lucy Gregor kennen, der sich mit jedem seiner Worte in ihr Herz schreibt, bis sie nach dem Sommer kein einziges Wort mehr von ihm hört. Köln, jetzt. Plötzlich steht Gregor wieder vor ihr. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass er für seinen Master nach Köln gezogen ist, muss Lucy sich ausgerechnet mit ihm die Moderation des Hochschulpodcasts teilen. Mit ihm und seinen Worten voller Erinnerungen, Herzklopfen und Bauchkribbeln. Und dazwischen eine große Frage. Wieso ist Gregor wirklich zurückgekommen? Ich habe das Buch ja von Ivy bekommen. Und das nächste Buch, von dem ich gerade schon gesprochen habe, habe ich tatsächlich auch von Ivy bekommen. Ich sollte mal endlich ihre Bücher lesen. Kissing Lessons von Helen Huang. Das hier hatte sie sich selbst gekauft und ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt gelesen hat oder nicht oder ungelesen aussortiert hat. Auf jeden Fall hatte sie mir irgendwann Fotos von Büchern geschickt, die sie aussortiert und da war das dabei und ich habe gesagt, ja, würde ich nehmen. Und kurz darauf hatte ich Geburtstag und dann hatte sie mir es einfach zum Geburtstag geschenkt. Anfängerkurs in Sachen Liebe. Küssen sollte einfach sein. Jeder tut es. Es ist nicht viel dabei. Aber Stella kommt sich jedes Mal vor wie ein Hai, dem gerade ein paar Pilotfischen die Zähne reinigen. Und das ist nicht schön, weder für sie noch für den Mann. Sie hat die Sache mit der Liebe schon beinahe aufgegeben. Als Asperger-Autistin mag sie ohnehin nichts, was ihre Routine stört. Doch dann bringt ein dahingesagter Satz sie ins Grübeln. Übung macht den Meister. Stimmt das? Braucht sie einfach mehr Erfahrung? Und wenn ja, wer bringt einem das Küssen bei? Und mehr? Vermutlich ein Profi, ein Escort, wie Michael Fan. Auch wenn der eine ganz eigene Vorstellung von ihrem Unterricht hat. Von dem nächsten Buch habe ich euch in einem der letzten Videos schon erzählt, dass ich es bestellt habe. Es ist mittlerweile angekommen und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte, weil ich A, Lena Kiefer so gerne mag und weil ich B, den ersten Band davon schon gelesen habe und weil ich C, darauf hoffe, dass ich ja, das dann alles in einem Rutsch nochmal lesen kann, weil der erste Band auch echt schön war und ja, die Cover halt einfach ultra hässlich waren. Demnach habe ich die Bände 2 und 3 schnell wieder verkauft und jetzt würde ich in diesem Schätzchen natürlich weiterlesen. Er hat sie belogen, sie will ihn vergessen, aber das Schicksal hat andere Pläne. Kenzie hat sich geschworen, nie wieder Kontakt mit dem Henderson-Clan. Nachdem Lyle ihr Herz gebrochen hat, will sie sich nur noch auf ihr Studium konzentrieren.
Doch dann erhält sie von Theodora Henderson das verlockende Angebot, ein Resort auf Korfu mitzugestalten. Kenzie ergreift die Chance, ohne zu wissen, was sie dort erwartet. Lyle versucht alles, um Kenzie zu vergessen, nachdem sie ihn als Lügner entlarvt und verlassen hat. Die Pläne für den Familienkonzern stehen für ihn nun an erster Stelle. Als seine Mutter Hilfe bei ihrem Hotelprojekt in Griechenland benötigt, überlegt er nicht lange. Er ahnt jedoch nicht, wie sehr sein Herz dort auf die Probe gestellt wird. Das nächste Buch ist dank einem Hugendubel-TikTok bei mir eingezogen, lustigerweise. Ich finde die TikToks von Hugendubel sowieso allgemein immer super unterhaltsam. Und da werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja manchmal gefragt, zeig mir ein Buch, das Tritratrolala dieses Thema abdeckt oder diese Emotionen, die er hervorgerufen hat, oder. Und da hat eine Mitarbeiterin Never Never von Colleen Hoover und Taryn Fisher in die Kamera gehalten und hat da so euphorisch von gesprochen, dass ich umgehend das Buch bestellt habe. Und ja, seitdem steht es hier. Ich hätte mir vielleicht nochmal das TikTok anschauen sollen, dann hätte ich die Motivation gehabt, es direkt zu lesen. Aber ja, es liegt es bestimmt schon mindestens ein Jahr hier und wartet darauf, gelesen zu werden. Ich will mich erinnern, wie es sich anfühlt, jemanden so zu lieben. Ich will wissen, wie es sich anfühlt, Charlie zu lieben. Charlie und Silas, beste Freunde, seit sie laufen können, verliebt, seit sie 14 sind. Als sie beide ohne Erinnerung aufwachen, müssen sie nicht nur ihr Leben sortieren, sondern auch ihre Liebesbeziehung. Große Gefühle, atemlose Spannung, grenzenloser Suchtfaktor. Von der nächsten Autorin habe ich auch schon super viele Bücher gelesen und diese Reihe hier steht tatsächlich noch ungelesen auf meiner To-Do-Liste. Also doch, Band 1 habe ich gelesen, aber die folgenden, ich glaube, 4 Bände, ich glaube, mittlerweile hat die Reihe 5 Bände, die anderen 4 Bände habe ich eben nicht gelesen. Und irgendwann habe ich bei Rebuy eine Bestellung getätigt und dann gehe ich immer so meine Wunschliste von Amazon oder von Rido durch und gucke, was denn noch auf der Liste ist, wonach ich bei Rebuy gucken könnte, ob es vielleicht gerade ein günstiges Angebot dafür gibt. Und das gab es bei den Boston Bells Band Nummer 3 Monster. Der steht tatsächlich ungelesen hier in meinem Regal, weil ich, wie gesagt, Band 1 gelesen habe, aber Band 2 noch nicht gekauft habe. Und ich würde die Reihe ja dann, auch wenn sie unabhängig voneinander lesbar ist, in einem Rutsch dann eben in der richtigen Reihenfolge durchlesen. Demnach steht Monster ungelesen hier und ich kann auch noch nicht abschätzen, wie lange das noch so sein wird. Aisling Fitzpatrick ist nach außen hin die perfekte Prinzessin der Bostoner High Society. Aber hinter der makellosen Fassade versteckt sie ihre dunkle Seite. Die, die sich seit Jahren nach Sam Brennan sehnt, dem gefürchteten und mächtigen Mafia-Boss von Boston. Sam sieht in Aisling jedoch nicht mehr als die Tochter seines wichtigsten Klienten, der ihn großzügig dafür bezahlt, die Finger von ihr zu lassen. Bis Aisling in einer Nacht alles auf eine Karte setzt, um Sam für sich zu gewinnen. Doch kann die Prinzessin das Monster wirklich dazu bringen, sie zu lieben? Auch das nächste Buch müsstet ihr aus meinen What I Read Next Videos kennen. Aber ich habe es auch auf meine 24/24 Liste gesetzt. Demnach wird es im nächsten Subvideo 25 nicht mehr auftauchen. Aber auf die Reihe freue ich mich tatsächlich schon sehr, 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 sehr. Weil es eben um Astrologie geht. Und ja, da habe ich ja so einen leichten Fable für. Demnach habe ich damals schon gesagt, ich muss die Reihe lesen. Mittlerweile sind auch mehr als Band 1 erschienen. Und ja, ich spreche natürlich von der Zodiac Love Reihe. Und ich freue mich da auch wirklich schon richtig drauf, es zu lesen. Ich habe jetzt noch ein paar Rezensionsexemplare, die ich vorher lesen möchte. Aber ich glaube, dann werde ich dazu greifen. Felix ist Sternzeichen Fische und liebt Astrologie. Ganz untypisch für sein schüchternes Fischewesen hat er sich getraut, seine Heimat Österreich hinter sich zu lassen und ein Auslandsstudium am University College Cork anzutreten. Alles lässt sich erstaunlich gut an, sogar sein Nebenjob bei einem Herrenausstatter, bis er auf den schroffen Owen trifft. Owen, der am UCC Medizin studiert, hält im Gegensatz zu Felix überhaupt nichts von Astrologie. In einer hitzigen Diskussion kommt es zu einer Wette zwischen ihnen. Owen soll verschiedene Sternzeichen daten und Felix wird voraussagen, wie die Dates laufen. Die Einsätze sind hoch, doch die Wette gilt und sorgt für Herzklopfen, das beide so nicht erwartet hätten. Und dann kommen wir last but not least zu dem letzten New Adult Buch auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher. Und zwar ist das We Don't Talk Anymore von Julie Johnson. Das ist, glaube ich, der Reihenauftakt zu einer Dilogie.
Und ich glaube, der zweite Band ist auch schon lang erschienen. Ich muss mal gucken, von wann das Buch ist. Ich habe es auch nicht direkt zu Release gekauft. Ich habe es auch damals bei einer Rebuy-Bestellung gekauft. Kann auch sein, dass es auch die war, bei der ich Monster gekauft habe. Von 2020 ist das Ganze. Und ich habe es bestimmt vielleicht jetzt 23 gekauft. Würde ich jetzt aber mal schätzen. Wenn das Herz in 1000 Scherben liegt. Josephine Valentine und Archer Race sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich, obwohl sie doch unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwar besuchen die beiden die elitäre Exeter Academy, aber während Josephine als Tochter reicher Eltern mit Privilegien und Erwartungen aufwächst, muss Archer für seine Chancen und Erfolge kämpfen. Doch als sie bemerken, dass aus ihrer Freundschaft Liebe wird, ändert sich alles zwischen ihnen. Aus Angst, ihre Gefühle könnten nicht erwidert werden, halten Archer und Josephine ihre neuen Empfindungen verborgen. Zu groß ist ihre Sorge, den einen Menschen zu verlieren, der sie vervollständigt. Und dann ist da noch ein dunkler Schatten in Archers Umfeld, von dem Josephine nichts weiß und der all ihre geheimen Träume und Hoffnungen zerstören könnte. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich im Bereich New Adult, Liebesroman, Romcom und Co. auf meinem Sub liegen habe. Ich packe sie euch wie immer unten in die Infobox. Da gibt es einen Affiliate-Link zu Amazon und zu Thalia. Das heißt, wenn ihr euch eins nochmal genauer anschauen wollt, dann geht ihr einfach auf den Link und dann müsst ihr nicht ewig suchen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter nicht ganz so trüb wie bei uns und natürlich, dass wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!